So, unsere Arbeiter. Wo arbeiten die denn weiter? Die sollen jetzt mal das Ding fertig machen. Hier sehen wir die beiden, glaube ich. Die beiden, die schon ein Haus haben. Genau, Bilder. Steht auch hier dran. Die beiden sind Bilder. Haben jetzt gerade wahrscheinlich ein Käffchen zu Hause getrunken. Und jetzt können sie wieder weitermachen. Hat ein bisschen Mittagspause. Aber als nächstes würde ich gerne einen Woodcutter bauen, damit der aus Holzstämmen Feuerholz macht. Der Typ muss nicht unbedingt im Wald sitzen, weil der die Holzstämme benutzt, die man auf Vorrat hat. Aber ich stelle den schon ganz gerne in den Wald rein. Der kommt dann immer zu dem Förster, macht da jetzt einen Weg hin. Die Wege sind nicht zwingend notwendig in diesem Spiel, aber auf den Wegen bewegen die Leute sich schneller, als wenn die hier über die Felder eiern. Wir sehen jetzt hier schon wieder ein paar Leute direkt sich hierhin bewegen, wo wir den hingesetzt haben, weil da 8 Sachen entfernt werden müssen. Und die entfernen die Sachen dann, schleppen die Ressourcen dann auf die Baustelle, die lassen die meistens direkt da, wenn die da gebraucht sind und sind dann damit fertig. Wir sehen jetzt hier dieses Fragezeichen über dieser Hütte. Das heißt, dort ist das Gebäude fertig, aber es arbeitet keiner da. Ich würde sagen, 2 Arbeiter. Ja, kommen 2 Fischer, aber dann haben wir auch erstmal genug, weil wir jetzt nur noch 4 Arbeiter haben, die frei zur Verfügung sind. Nahrung sollte damit erstmal gedeckt sein. Als nächstes geht es darum, dass wir hier jemanden bekommen, der sich um das Holz kümmert, ums Feuerholz für den Winter. Dann können wir eigentlich uns darum kümmern, dass wir genügend Häuser für unsere Leute haben. Ich mache jetzt mal hier noch ein bisschen, dass da die Arbeiter noch was entfernen sollen, damit wir weiterhin genügend Ressourcen haben. Hier 0 Pepper. Ah, hier sehen wir aber schon mal, 8% haben sie schon gejätet. Wir sind immer noch im Frühling, also haben noch genügend Zeit bis zum späten Herbst. Da wird dann geerntet. Man kann zum Beispiel auch vorher sagen, dass sie vorher das Feld abernten sollen. Wenn zum Beispiel eine Nahrungsknappheit ist und die erst bei 70% sind, kann man schon sagen, hey, erntet das mal bitte ab, damit ich Ressourcen habe als Nahrung, damit unsere Bevölkerung nicht verhungert. Auch wenn natürlich dadurch einiges verloren geht, aber besser als wenn die Hälfte seiner Bürger abkratzt. Wir werden uns jetzt darum kümmern, dass wir halt gleich die Häuser bekommen. Hier haben wir das nächste Haus fertig. Da können wieder welche einziehen. Sehr schön. Ich baue auch dann direkt ein weiteres Haus wieder. Bis das dann fertig ist, dauert das ja auch dann noch ein Minütchen. Hier unten, die Baustelle schon mal fertig. Da müssen nur noch die Ressourcen hingeschleppt werden. Hier sind die Leute auch schon unterwegs. Mal sagen, die legen das jetzt da drauf. Oder sind das die nicht, die was geschleppt haben? Können wir mal rangehen. Ne, das sind Arbeiter. Sind gar nicht die, die die Ressourcen schleppen. Sehen wir denn schon welche, die was in der Hand haben? Ja, da guck mal. Da haben wir so einen kleinen Typen. Ich würde mal sagen, das ist ein 10-Jähriger. Nö, ein 6-Jähriger. Ah, der holt Feuerholz für zu Hause. Okay. Also, der kümmert sich darum, dass zu Hause genügend Feuerholz da ist. Ich wollte schon sagen, 6-Jährige arbeiten doch hier nicht. Hier gibt es doch keine Kinderarbeit. So, weiter können wir jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt hier unsere Fischerhütte. Hier gibt es ein Food Limit. Also jede Station, die etwas produziert, hat ein Limit, wie weit sie produziert. Food ist jetzt in dem Sinne, wie viel Essen es insgesamt gibt. Also Essen ist hier nicht so, dass es unterteilt wird, sondern Essen ist ein Wert, wie hier oben, der dann aufgeteilt wird. Und wenn 5000 Essen von allen Sachen zusammen produziert wurde, produzieren die nicht mehr weiter. Aber das lassen wir erstmal dahingestellt. Wir haben momentan 1000, also können die ruhig weitermachen. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel, auf dieser Kategorie können wir uns angucken, wie viel dieses Jahr an Fisch gefangen wurde und wie viel letztes Jahr Fisch gefangen wurde. Bis jetzt haben die 26 Nahrung erzeugt. Ist schon mal okay, ne? Besser als nichts. Hier unten sind jetzt die Ressourcen gleich alle da. Fehlt nur noch ein bisschen Holz, ein bisschen Stein. Dann können die weitermachen hier mit der Hütte. Und weil wahrscheinlich vielleicht einige gerade nichts zu tun haben, sagen wir, sie sollen hier weitermachen. Hier liegen jetzt ein paar Baumstämme rum, weil die noch nicht weggetragen wurden. Wir sehen jetzt hier, unser Lager ist noch nicht voll. Deswegen könnte das noch dahin getragen werden. Aber wenn das Lager voll ist, ist es auch nicht problematisch. Dann lassen die das hier in diesen Stapeln so liegen und würden es dann holen, wenn wir es gebrauchen können. Das ist nicht, man verschwendet da jetzt nicht so den großen Platz dann mit. Ich weiß nicht, ob wir jetzt einfach mal, weil Geschwindigkeit 1 ist doch schon relativ langsam. Ich würde mal, meiner Meinung nach, machen wir jetzt einfach mal auf 2, vielleicht gleich auf 5. Ich wollte jetzt am Anfang nur genügend Zeit haben, damit ich ein bisschen noch was erklären kann. So, habe jetzt mal eben einen Schluck getrunken, damit ich nicht heiser werde, vom ganzen Gelaber hier, weil es wirklich genügend zu erzählen gibt. Und man auch vieles achten muss.
Und es ist zum Beispiel nicht sehr hilfreich, jetzt ganz viele Häuser hier hin zu klatschen oder sonst irgendwas, weil man sonst mit den Sachen nicht hinkommt. Man sieht jetzt schon, es ist doch schon relativ, ja, schleppend jetzt nicht, aber es braucht alles seine Zeit. Es ist jetzt nicht so, man sieht ja hier wirklich den Herbst, der ist jetzt, der Frühling ist jetzt bald zu Ende und man hat in der Zeit noch keine 20 Häuser gebaut, was auch in echt so wäre. Man baut ja jetzt auch nicht so ein ganzes Haus hier, vor allem mit deren Mittel, wie die jetzt hier besitzen, so im Mittelalter-Flavor, Geschmack, Flair, ne? Flair, Mittelalter-Flair. baut man natürlich auch jetzt nicht so ein Haus in einem Tag, ne? Wie manche heutige Fertighäuser sind, das dauert alles seine Zeit, weil die Bilder momentan, doch, die haben momentan was zu tun, die müssen die Hütte hier noch aufbauen und die noch aufbauen. Bis jetzt bin ich eigentlich immer mit zwei ganz gut durchgekommen, da war nie so, dass ich wirklich mehr haben musste, weil man einfach die anderen wirklich arbeiten lassen muss, hier Holz abbauen und so weiter, dass man da jetzt nicht 20 Bilder gebaut hat, die dann hier schnell die Sachen aufgebaut haben. So, als nächstes gibt es den, dann baue ich die Häuser fertig. Ja, ich baue die Häuser fertig dann erstmal. Müssen jetzt das hier, muss noch hochgezimmert werden. Ressourcen dafür haben wir schon, deswegen ist das nicht so schlimm. Die Kiste ist jetzt auch gleich fertig. Dann bauen wir hier die Straße ein Stück weiter. Ich würde sagen, so reicht. Da können jetzt noch zwei Häuser gut dran, gut bequem. Dann haben wir erstmal für alle Familien Häuser. Bis jetzt haben wir noch den Vorteil, dass die noch nicht frieren. Weil die Leute auch wirklich erfrieren können, wenn die zu lange sich nicht aufwärmen können oder nicht genügend warme Kleidung besitzen. So, komm, jetzt haut da nochmal zweimal drauf. Hier ist wieder einer erwachsen geworden. Shan ist ein Erwachsener und kann jetzt als Arbeiter für uns arbeiten. Wir sehen hier oben 1308, das heißt, wir haben 13 Erwachsene, 0 Studenten und 8 Kinder. Studenten hat man erst dann, wenn man eine Schule baut. Und Studenten sind die dann von 10 bis 15, meine ich. Wir haben jetzt hier wieder einen, müssen wir jetzt einstellen, hier als Woodcutter. Und in diesem Gebäude kann auch nur einer arbeiten, also 1 von 1 haben wir da. Der sich jetzt dran macht, unsere Holzstämme in Feuerholz zu verwandeln. Unsere Bilder direkt weiter am Arbeiten, bauen da direkt die nächste Hütte auf. Hier kommt noch eine hin. Und die nächste kommt hier hin. Wenn die dann fertig sind, dann gucken wir erstmal weiter, wie es aussieht. Wie gesagt, sind die mit dem Feld gut? 60%. Wir haben jetzt Early Summer, dann werden die das wohl bis zum Herbst hinbekommen, dass wir da auch genügend Nahrung dann haben. Aber wir haben jetzt noch gute 1000. Der Fischer macht jetzt immer weiter. Das sollte jetzt nicht das große Problem sein. Hier sehen wir jetzt die Arbeiter, die den Weg wieder freiräumen, damit die Baustellen angefangen werden können. Die Bilder sind auch wirklich so, also die Arbeiter machen auch den Grundriss fertig und die Bilder fangen dann an, auf dem Grundriss hier jetzt an die Hütte zu bauen. Der Grundriss wird noch durch die ganz normalen Arbeiter gezaubert. Mach hier mal weiter, dass wir hier diese Platz mal frei bekommen. Da sind noch Steine zwischen, da sind noch Bäume zwischen, alles Ressourcen, die wir gebrauchen können. Hier in den Wald werden wir gleich schön einen Jäger setzen, ich würde mal sagen hier so, und einen Sammler. Dann haben die genügend große Reichweite, wo die sammeln können, weil zum Beispiel ein Jäger oder ein Sammler, die haben eine Reichweite, in dem die jagen oder sammeln. Wir haben jetzt hier natürlich diesen kleinen Problem, da ist der Fluss. Über einen Fluss können die Siedler oder die Einwohner nur, wenn da eine Brücke ist. Und hier ist ein Berg, wo natürlich auch nicht drüber gelaufen werden kann. Deswegen haben wir natürlich ein bisschen Platz, der dadurch verschwunden geht. Aber ich will das jetzt auch nicht allzu weit wegstellen, weil dann muss dieser Typ, der hier arbeitet und hier wohnt, muss erstmal hier hinlaufen immer und die Sachen hier rüber ins Lagerhaus bringen. Nächste Haus ist fertig. Gut, das läuft doch schon wie am Schnürchen. Will da nicht mal einer einziehen hier, Leute? Zack, nächste Familie drin. Schön. Haben die auch alle jetzt ein Haus über dem Kopf. Jetzt werden natürlich die Nahrungssachen und die Feuerholzangelegenheiten werden natürlich jetzt ein bisschen in den Keller gehen, weil einfach die Leute sich die Sachen aus dem Haus schnappen und in ihren Häusern bunkern. So, also, als nächstes gibt es... Ja, komm, es gibt erstmal... Ah doch, ich bin so ein Nahrungsfetischist in diesem Spiel ein bisschen. Ich habe keinen Bock, dass mir die verrecken. Ich stelle den hier hin, hat einen großen Radius. Wir sehen den Fußabdruck hier relativ schlecht jetzt erstmal. Den Jäger hier hin und als nächstes dann einen Förster. Wo haben wir einen Förster? Hier und hier. Einen Förster bauen wir auch hier rein. Dann hat er auch einen schönen Bezirk, in dem der aufforsten und abforsten kann. Zwei Gebäude, also brauchen wir erstmal zwei weitere Arbeiter. Wir haben jetzt momentan noch 4, die übrig sind.
Deswegen lassen wir erstmal zwei Gebäude und dann gucken wir weiter. Wir werden jetzt am Anfang erstmal drauf gehen, dass wir wirklich uns darum kümmern, dass wir genügend Nahrung haben und über den Winter damit kommen und genügend Feuerholz. Weil das sind wirklich die absoluten Sachen, die immer brauchen. Und deswegen ist das jetzt erstmal unser Fokus. Wir bekommen jetzt hier die Anzeige hier unten, dieses Glas, welches leer ist. Und haben hier unten auch nochmal eine Nachricht drin, dass Food und Feuerholz, also Essen und Feuerholz jetzt gering wird. Liegt natürlich jetzt daran, dass die hier jetzt ihre Inventare voll geklatscht haben mit dem Essen. Also das ist noch in Ordnung. Wir haben auch hier jetzt gleich, wird die Ernte sein, 97% und 95%, also sie sind jetzt gleich fertig und werden dann abernten. Dann gibt es auch die erste große Ernte. Wir können jetzt gleich auch mal hier noch einen Weg dran bauen, damit da auch ein bisschen schneller gelaufen werden kann. Hier sehen wir schon unsere Arbeiter wirklich sehr schnell alles abholzen und gerade machen, damit da direkt die Bilder anfangen können. Schön. Wir haben hier unten ein neues Kind wurde geboren. Ja, schön. Unsere Bevölkerung steigt, weil die sich auch eigentlich nur fortpflanzen, wenn die ein Zuhause haben. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel haben wir einen 10-Jährigen drin, hier haben wir einen 11-Jährigen drin, hier die beiden sind noch Single, also ohne Kinder, hier noch ein 11-Jähriger. Und hier auch noch. Also wenn wir jetzt ein weiteres Haus bauen würden, würden zum Beispiel männlich und weiblich über 10 Jahre ziehen dann zusammen und würden dann ihre eigene Familie gründen. Klar, wer zieht nicht mit 10 Jahren schon zu Hause Haus und kümmert sich um seine eigene Familie, ne? Ist ja Standard. Hier, wir sehen jetzt schon schön, die Felder werden abgeerntet und sehen jetzt hier, dass die Zahlen sinken. Können Sie auch hier angucken, wie groß die Ernte dieses Jahr war. Das Feld ist jetzt nicht arg groß geworden, weil am Anfang, wir haben erstmal nur zwei Leute, die da eh drauf arbeiten können. Dann können wir auch direkt zwei einstellen. Dann holen diese auch dann 100% der Ernte ein und im Winter geht nichts kaputt, weil die es nicht mehr geschafft haben zu ernten. Also das ist schon so ganz gut. Die Bilder sind jetzt hier hinten unterwegs wahrscheinlich. Die bauen jetzt das hier auf und das hier, also unseren Förster und unseren Jäger. Und dann können die mal eben hier später gleich, zack, die Straße machen. Weil die Straße wird auch von den Bildern in den Boden geschlagen. Auch wenn es so eine Dreckstraße ist, hauen die da wahrscheinlich einmal mit einer Schippe drauf oder so, damit das da weitergeht. Generell noch zu diesem Let's Play, wollte ich eigentlich schon viel früher sagen, aber dieses Let's Play wird so aussehen, dass wir das Spiel jetzt erstmal antesten. Wir spielen es jetzt mal einige Zeit, keine Ahnung, 2 Stunden oder so. Und bis dahin werden wir wahrscheinlich auch alles aus dem Spiel, was momentan da ist, rausgekitzelt haben und werden dann vielleicht später nochmal eine Runde starten oder gucken, wenn was Neues raus ist. Und ich kann einfach nur sagen, ihr habt es ja bis jetzt auch schon schön gesehen, das ist wirklich schon sehr ausgefeilt, das ist wirklich ein super cooles Spiel dafür, dass es wirklich einer alleine gemacht hat und das ist wirklich unterstützenswert. Ich stelle einen Link unten in die Videobeschreibung rein, wo ihr auf die Seite dann kommt vom Entwickler, der da einiges noch zugeschrieben hat und da könnt ihr dann vielleicht auch gucken, vielleicht entscheidet ihr euch auch dazu es zu kaufen, also es ist auf jeden Fall unterstützenswert. Das ist momentan bei Steam kann man es kaufen für 18 Euro oder so und die 18 Euro, die kann man wirklich investieren in diesen einen Typen dann. Finde ich schon ziemlich cool. Wenn man das mal so ein bisschen vergleicht mit Titeln, wirklich wie Anno oder Siedler, die einen riesen Content an Kohle haben und damit dann so eine verbuggte Version dann rausbringen oder so. Also hier habe ich bis jetzt noch keine Probleme gehabt, dass da irgendwas nicht gelaufen ist. So, momentan haben wir, die Felder wurden dieses Jahr abgeerntet und die Farmer, die im Winter nichts zu tun haben, werden automatisch zu Arbeitern, also die helfen den anderen Arbeitern. Dann zum Beispiel, wenn wir jetzt hier sagen, ihr sollt das hier weghacken, zack, dann werden die dabei helfen. Deswegen sollte man immer, wenn es Winter wird und die Felder abgeerntet sind, den Leuten Bezirke zuweisen, die die abholzen sollen. Damit einfach unsere Farmer, die momentan 4 Stück, also wenn wir jetzt die doppelte Anzahl an Arbeitern, dann da mithelfen können. Hier ist fast alles da, noch ein bisschen Stein, da können gleich losgelegt werden. Und hier wurde schon mal begradigt. Können wir eben hier reingucken, der hat momentan noch genügend Holz da, welches er verarbeiten kann. Also hat er auch schon 131 Feuerholz hergestellt. Gut, gut, gut.
Wie sieht es hier mit unserem Fisch aus? Wir haben natürlich jetzt erstmal ein bisschen Schleppen, da geht es jetzt hier voran, dadurch, dass man halt nicht so viele Personen zur Verfügung hat und so, dass es nicht wie in anderen Spielen ist, man baut den Fischer dahin und der Fischer ist automatisch mit in diesem Haus schon inbegriffen, sondern dass man wirklich warten muss, dass die Kinder alt genug werden, wenn jetzt hier gerade wieder ein neues wurde geboren und die dann zu Arbeitern werden, die man dann zuweisen kann. Es liegt natürlich jetzt daran, dass wir jetzt auch wirklich auf Geschwindigkeit 2 erspielen und da jetzt noch nicht die Geschwindigkeit so hoch geballert haben, dass es jetzt hier bam, bam, bam losgeht. Also wir können jetzt gleich mal sagen, vielleicht noch auf Stufe 5 erhöhen wir das jetzt, das Ganze auf 10 werde ich nicht machen, dann ist es ein bisschen zu schnell. Da kann man dann nicht viel konzentrieren, da muss man immer wirklich alle Werte im Auge haben. Hier muss hier gucken, wie die Nahrung aussieht, hier wie die ganzen Arbeiter, hier wer stirbt und wer ersetzt werden muss und so weiter. Können wir vielleicht hinterher mal machen, aber jetzt erstmal reicht das in 5er Geschwindigkeit schon gut aus. Ich hoffe jetzt langsam mal wird der Jäger hier hinten fertig, damit da dann weiter Nahrung eingebracht werden kann. Ich stelle mal noch einen Fischer ein, weil ich bin wirklich immer so ein bisschen vorsichtig, wie es hier mit der Nahrung aussieht. Wir haben jetzt momentan 500, aber der Winter kommt erst noch. Deswegen, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Jetzt momentan halt, ist es wirklich Leute, man sieht, wie viele jetzt hier am Arbeiten sind. Das sind die ganzen Typen, die nichts zu tun haben im Winter. Sollen dann hier direkt weitermachen. Ein Holz brauchen wir. Hier können wir auch noch machen. Hier ist viel Eisen, weil das sind Steine hier und das ist Eisen. Und das sind Bäume. Gut, falls für die Leute nicht wissen, wie Bäume aussehen. Aber hier, das ist Stein und das ist Eisen. Jetzt haben wir hier natürlich eine schöne große Fläche frei, wo wir weiter bauen können. Ich ziehe mal hier hinter noch eine Straße. Auch wenn die Häuser keine Straßen brauchen, sieht es dann doch ein bisschen schöner aus. Da könnte dann jetzt gleich mal noch ein Haus, ein weiteres Haus werde ich da jetzt noch dran bauen. Damit die Älteren, die noch zu Hause wohnen und zeugungsfähig sind, zusammenziehen können. Hier ist Haus fertig, Förster ist fertig. Zack, einen einstellen. Jetzt haben wir im Moment noch 2 Arbeiter. Hier stellen wir noch einen ein, dann haben wir jetzt noch einen Arbeiter und damit lassen wir das auch erstmal. Es wird eh erstmal keiner sterben, solange die Grundressourcen haben, wie halt Essen und Wärme und ein Zuhause. Dann werden die Leute auch 80, 70, 80, vorausgesetzt die medizinische Voraussetzung ist da, aber die werden wir auch später bekommen, wenn wir halt einen Kräuterhexe haben und der Winter ist eingebrochen und die Nahrung wird low. Ja, das ist natürlich ärgerlich, aber da kommt schon einer, der ein bisschen Nahrung wieder bringt. Das Ding ist jetzt, die Nahrung ist jetzt nur wieder low, weil hier ein neues Haus gebaut wurde und die sich wieder ganz viel Essen in die Hütte geschleppt haben. Also es liegt jetzt nicht daran, dass sie alle gleich verhungern werden, sondern einfach nur, dass aus dem Lagerhaus was rausgenommen wurde. Deswegen wäre es jetzt ziemlich blöd, ganz viele neue Häuser zu bauen, weil die alle sich die Nahrung unter den Nagel reißen und dann stehen wir wirklich da und dann gibt es keine Nahrung mehr. Deswegen, man muss da wirklich strategisch aufpassen und nicht wie so ein Behindi einfach alles vollpflastern. Die haben noch einen ganzen Winter Zeit, die können hier noch alles abreißen. Wir sehen jetzt hier dieses gelbe Zeichen mit dem Pfeil mit dem Strich drüber. Das heißt, der hat sein Limit erreicht, wie viel er herstellen sollte. Wir hatten jetzt 200, also 200 Brennholz war im Lager, aber der soll ruhig mal weitermachen auf 500. Dann haben wir auf jeden Fall was auf Lager. Wir machen mal 400, nicht ganz so viel, weil der immer halt unser Holz verbraucht. Wir haben jetzt zwar hier einen Förster, der sich darum kümmert, dass immer wieder Holz bekommt. Er hat jetzt bis jetzt 21 Holz produziert, der eine. Da werden auch hinterher noch mehrere Leute reingepackt. Wir werden erstmal nicht mehr Gebäude brauchen, sondern einfach die Gebäude mit den Leuten füllen. Aber dafür brauchen wir auch erstmal mehr Arbeiter, die übrig sind. Gucken jetzt gleich mal, dass wenn, wie viel haben wir jetzt vielleicht noch welche, die ausziehen können? Hier haben wir haben jetzt hier noch einen 12, noch eine 13-Jährige, sind das, müssen wir aber schlecht gucken. 12-jähriges Mädchen, 13-jähriges Mädchen, 10-jähriger Junge, jawohl, wir haben auf jeden Fall 2 Leute, die wieder zusammenziehen könnten. Also wird es gleich auch noch ein Haus geben, damit die dann sich fortpflanzen können, weil wenn man das nicht beachtet und die erstmal ganz lange jetzt in diesen 5 Häusern altern lässt, gibt es das Problem dann irgendwann, dass zu viele Leute gleichzeitig zu alt werden und dann sterben auf einmal alle, weil in diesen Häusern haben wirklich nur Mama und Papa Geschlechtsverkehr und erzeugen Kinder.
Aber wenn die halt ein bestimmtes Alter, zum Beispiel 40, erreicht haben, ich glaube 40, so ist die Grenze, dann kriegen die keine Kinder mehr. Und da können auch so viele willige Leute in den Häusern wohnen, die kriegen einfach keine Kinder dann. Und dann hat man am Ende, dass wirklich 20 alte Säcke auf einmal sterben, die dann aber kaum ersetzt werden können, so ungefähr. Deswegen müssen stetig immer wieder neue Häuser gebaut werden. Sehen jetzt hier Stone Low und Essen wird jetzt auch ein bisschen lower. Wir haben noch 200, das reicht noch gut. Da werden wir schon über den Winter kommen. Und wir haben mittlerweile 5 neue Arbeiter. Also werde ich den Fischer voll machen, damit da genügend arbeiten. Und ich werde noch einen zum Jäger reinpacken. Dann haben wir jetzt noch 3. Kommen einen Förster noch. Dann haben wir jetzt noch 2. Das passt doch ganz gut.